Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Sieht scheint die Post noch zu funktionieren. Das solltest du lieber für mich machen. Du bist ein Weichei. Ja, was auch immer. Halt die Klappe, lies vor. Hier steht's. Captain Stephen Hiller. Loser. Ja, komm schon. Blablabla. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass trotz Ihrer ausgezeichneten Leistungen im Dienst... Tut mir leid, Mann. Weißt du, was du... Scheint so, als würde die Post noch funktionieren. Oh, Willi, den solltest du besser für mich aufmachen. Du bist ein gottverdammtes Weichei. Hier drauf steht, Captain Stephen Hiller, Loser. Trotz ihrer ausgesendeten Dienst bedauern wir ihn mitzuteilen. Tut mir leid, Mann. Hey, Mann. Wenn du irgendwas erreichen willst, musst du irgend so ein dickes Tier da oben in den Arsch küssen, Mann. Weißt du, das sollte mein freies Wochenende werden. Aber nö. Jetzt muss ich deinen schweren Arsch durch die glühend heiße Wüste schleppen. Und deine Dreadlocks hängen hinten aus meinem Fallschirm raus. Du musstest hier ja unbedingt mit schlechter Laune aufkreuzen. Musstest hier den Breiten markieren. Und was zur Hölle ist das für ein Gestank? Ich hätte auf eine Grillparty gehen können! Action! Weißt du, eigentlich soll das mein freies Wochenende werden. Aber nö, du musst es hier unbedingt mit schlechter Laune aufkreuzen. Musst es hier den Breiten markieren. Und deine Redlocks hängen aus dem Fallschirm aus. Und das zum Fall, was für eine Ekelhafte Gestank! Ich hätte auf eine Grillparty gehen können! Weißt du, eigentlich sollte das mein freies Wochenende werden. Aber nö, du musst es hier unbedingt mit schlechter Laune aufkreuzen. Du musst es hier den Breiten markieren. Und jetzt hängen auch noch deine Dreadlocks hinten aus dem Fallschirm raus. Und was zum Teufel ist das für nicht nach deiner Stand? Ich hätte auf die Grillparty gehen können! Ups. Ups. Was soll denn das bedeuten? Was meinst nein, du? Nein, okay, ich hab schon. Irgend so ein Penner hat mir da was falsch aufgeschrieben. Ich meine, ist schon okay. Was soll das bedeuten, wenn du... Ups sagst. Wie wär's, wenn wir es einfach nochmal versuchen? Ja. Ja, aber ohne das Ups. Diesmal. Da lang. So ein Teil will ich für mich immer. So, jetzt geht's los. Ups. Einer von den Jungs muss mir das Ding falsch schon mal aufgeklebt haben. So, los geht's. Genau drauf zu. Was zum Henker? Nicht anfassen, nein. Damit habe ich gerechnet. Sie führen uns mit dem Leitstrahl rein. Und wann wolltest du mich darüber informieren? Ups. Wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Stopp! Nicht anfassen! Die Tiere mit dem Leitstrahl. Damit habe ich gerechnet. Hättest du mir das nicht früher sagen können? Ups. Wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Okay. Hey, das ist es. Hi Leute, guckt euch mal die Handlinge an. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf, Leute. Macht's gut. Und viele Grüße an die lieben Verwandten. David, glaubst du, die wissen, was auf sie zukommt? Nein, auf keinen Fall. Gute Nacht. Hallo, da sind wir. Schaut euch mal die Erdlinge an. Peace. Peace.